viele Experten in diesem Markt, aber es gibt eben diese Experten, die das, worüber sie sprechen, auch tagtäglich im eigenen Hause umsetzen. Und das ist seine allergrößte Stärke, die er hat. Wir kennen uns seit 8 Jahren. Er ist kein Unternehmensberater, sagt er von sich selbst, sondern er ist Unternehmer, der Unternehmen berät, hat selber 5 Unternehmer, über 1000 Partner und er ist für mich der KPI-Guru, der Key Performance Indicators-Guru. Er gehört zu Platz Nummer 1 definitiv. Und wenn wir hier viel über Profit sprechen, beispielsweise über das richtige Preisgespräch gerade eben, dann sagt er Profitsteigerung über professionelle Führung. Freuen Sie sich auf einen großartigen, extrem inhaltsreichen Vortrag. Hier ist für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frank Schielen! Danke dir. So, ja, herzlich willkommen. Die Energie ist immer noch hervorragend hier im Raum. Mal ein kurzes, kleinen Quick-Check. Wer ist Führungskraft? Wer ist eine gute Führungskraft? Okay. Wer möchte manchmal keine Führungskraft mehr sein? Okay. Oh, da sind viele Ehrliche unter uns. Ja, okay, absolut. Ja, ja, mein Thema ist das Thema Führung für die letzte Stunde vor der Pause. Und es gibt einen wunderschönen Zusammenhang zwischen Profit auf der einen Seite, und da haben wir heute ja über die Ideen, wie kann ich den Verkaufsprozess optimieren, wie kann ich die Preise besser verhandeln. Das ist ein Bereich, aber ich glaube, der oder diejenige, die den stärksten Einfluss auf Profit hat, ist die Führungskraft. Sie als Führungskraft, wenn Sie nur gut sind, ist es nicht gut genug. Das heißt, das Ziel muss sein, wie schaffen wir es, Sie von der guten Führung zur exzellenten Führung zu bewegen? Profit hängt mit begeisterten Kunden zusammen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wie kriege ich begeisterte Kunden? Nur begeisterte Mitarbeiter können begeisterte Kunden schaffen. Und wie schaffe ich begeisterte Mitarbeiter? Über herausragende Führungskräfte. Diesen Zusammenhang möchte ich Ihnen gerne herstellen. Steve Jobs war nicht perfekt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die seine Vita gelesen haben, haben auch gesehen, da gibt es viele schwarze Bereiche. Der hat Leute gefeuert im Aufzug und so weiter und so fort. Und trotzdem hat er eines der erfolgreichsten Unternehmen überhaupt geschaffen. Und das ist genau die Idee dahinter. Sie müssen als Führungskraft, oder Sie können es natürlich genauso in den Verkauf übertragen, Sie müssen nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt. Die Frage ist aber, wie schaffen Sie es, in wesentlichen Bereichen außergewöhnlich zu sein? Und das macht den großen Unterschied. Aber starten wir doch mal mit dem Thema Digitalisierung. Sie sehen auf dem Chart eine Aussage, die hat mir sehr gut gefallen. Es kommen viele Dinge auf uns zu. Auf der einen Seite, was mit Führung auch zu tun hat, ist das Thema Digitalisierung. Da kommen einige Veränderungen auf uns zu. Lassen Sie uns da mal einen Blick drauf werfen. Martin Limbeck hat das heute Morgen schon gesagt gehabt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, ein Bereich, der immer wichtiger wird, früher haben sich Bewerber bei Unternehmen beworben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich erlebe das jeden Tag, dass mittlerweile sich das Ganze gedreht hat. Das heißt, Unternehmen bewerben sich bei High Potentials. Das heißt, als Führungskraft ist Ihre größte Aufgabe, die Produkte werden austauschbarer. Gute Produkte müssen Sie haben, das ist ganz klar. Aber die Mannschaft, die Sie an Bord haben, ist der Schlüssel. Das heißt, vom Recruiting angefangen, vom Onboarding, also gute Leute zu gewinnen und gute Leute zu halten, das macht den Unterschied. Und früher ist es so gewesen, die besten Produkte hatten, die waren ganz vorne dabei. Heute ist es manchmal so, und das erleben wir ja selber, wenn wir ein neues iPhone jetzt kriegen oder eine neue Software bekommen, wir gehören eigentlich dazu, wir entwickeln das Produkt nachher zu Ende. Das heißt, die Zyklen sind viel kürzer geworden. Das Thema Agilität, auch Agilität in der Führung, sind Themen, die wir da natürlich immer mehr vorfinden. Andere Strukturen, wir haben mit unterschiedlichen Generationen zu tun, die haben unterschiedliche Werte. Und wenn Sie die Leute so führen, wie Sie sie oder wie Sie am liebsten geführt werden wollen, wird das oftmals nicht funktionieren. Im Automotive-Bereich, wir verdienen sehr, sehr viel Geld mit dem, was wir momentan machen. Und da natürlich die Entscheidung zu treffen, okay, wir switchen jetzt mal ganz auf die andere Seite, ist nicht ganz so einfach. Vor 100 Jahren wurde die Kutsche ausgetauscht, heute möglicherweise der Kutscher selbst. Wer von Ihnen hat ein Elektroauto, ist schon elektrisch unterwegs und so weiter? Spannendes Thema. Wir haben auf der einen Seite, ich habe die Möglichkeit gehabt, mit
dem Schweizer Geschäftsführer von Tesla auf der Bühne zu stehen. Und das Spannende war, das habe ich nicht vergessen, sein Einstieg war der, sagen Sie mal, wer im Raum hat hier noch ein Getriebe im Auto? Oder wer von Ihnen hat noch so Ölzeugs da vorne drin und so weiter und so fort? Dann haben wir erstmal Totenstille im Raum. Und dann hat es bei mir angefangen zu rattern und habe gesagt, okay, der Unterschied heute ist nicht, entscheide ich mich für Benzin oder Diesel. Die Entscheidung heute ist viel tiefgreifender. Und das Nächste, das haben wir heute Morgen auch schon gehört, mein Junior ist 17, viele seiner Kollegen oder Kolleginnen, Führerschein, ist das ein Thema bei denen? Nicht unbedingt ein eigenes Auto. Also ich weiß noch, wie ich 18 geworden bin, einen Tag vorher stand ich beim Landratsamt, um den Führerschein abzuholen, ist gar keine Motivation mehr, ein Auto zu besitzen danach. Ja. Und wenn wir das autonome Fahren haben, in der Zeit, wo Sie hier drin sitzen, wo unsere Autos draußen rumstehen, wird Ihr Auto Geld verdienen. Das lockt sich bei Uber ein und fährt in der Zeit, wo Sie hier sitzen, fährt der Leute durch die Gegend und wenn Sie es brauchen, drücken Sie auf Ihr App, dann steht das Auto wieder vor der Tür. Auf der anderen Seite, was natürlich hier dazu kommt, die Konsequenz, die wir hier hinter haben, hinter dem Thema Digitalisierung und auch Elektromobilität. Mal einen kleinen Check-up, ich habe zwar keine Geschenke dabei, aber kommen Sie nachher zum Stand, da schenken wir Ihnen auch was. Wer hat eine Idee, wie viele Teile sind in einem normalen Auto, also ein Auto, das Benzin- oder Dieselantrieb hat, wie viele Teile steckt in so einem Auto drin, was würden Sie sagen? Wie viel? 60.000? AMG hat eins mehr, okay. Das sind AMG-Fahrer, ja genau. Gut. Also, was schätzen Sie, wie viele Teile? 40.000 plus minus. Wie viele Teile stecken in einem Elektroauto drin? 800, ja, so schlimm ist es noch nicht, um Gottes Willen. Im Schnitt, was würden Sie sagen? 4.000. 10%. Und es kam letztens eine schöne Reportage, und da haben Sie jemanden interviewt, der bei Mercedes arbeitet und dem sein Traum, wie bei den Eltern vorher, war, bei Mercedes in die Ausbildung zu gehen und bei Mercedes in die Rente zu gehen. Und dem sein Job war, Motoren zu bauen. Danach. So ein Elektromotörchen, da brauchen Sie keine 800 Leute, die Motoren bauen, das macht ein Roboter. Und wenn es von Hand gemacht wird, machen es die Asiaten wahrscheinlich schneller und billiger. Ja. Das heißt, wenn man so überlegt, da steckt eine ganz andere Dynamik dahinter. Schätzungen in Deutschland, zwischen 600.000 und 1 Million Arbeitsplätze, die innerhalb kürzester Zeit wegfallen werden, in dem Moment, wo wir umsteigen danach. Ja. Also das ist eine hohe Dynamik, glaube ich, drin, die man ganz klar erkennen kann. Und auch wenn Sie schauen, welche Themen haben wir denn so vor der Tür? Und es ist nicht die Frage, ob oder ob nicht, sondern es ist nur die Frage, wie schnell. Und die Frage wurde auch gestellt und vielleicht noch als weiterer Punkt, in dem Moment, wo wir auf Elektro umstellen, wir haben natürlich hier auch wie in Österreich, in Graz haben wir die ganzen Automobilhersteller, die damit mit dranhängen und so weiter. Und die Frage ist, wie schnell ist der Umstieg? Und auch die Produktion umzustellen und so weiter. 10, 15 Jahre, sagen die meisten, bin ich in der Lage, da mitzumachen. Aber ob wir 10, 15 Jahre Zeit haben, habe ich meine Bedenken. Was würden Sie sagen, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Beschleunigung, wird das Ganze so ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer? Was würden Sie sagen, eher? Schneller, eindeutig, ja genau. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Leistungserhalt, Stressmanagement und das Thema Stress ist ein Thema, was immer mehr kommen wird, Stress-Burnout. Und spannend, es gab gerade letztens eine interessante Studie. Auf der einen Seite haben wir Burnout, wo wir wirklich in so ein Hamsterrad reinlaufen, bis wir nicht mehr können. Und auf der anderen Seite haben wir die Diskussion, die mit der Digitalisierung einhergeht. Das ist die Diskussion Bore-out. Wer weiß, was Bore-out ist? Hat nichts mit Bohrmaschine zu tun. Genau, sie langweilen sich zu Tode im Prinzip danach. Ja. Und wir haben gehört heute Morgen das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Anerkennung, was wir im Job suchen. Und in vielen Jobs ist das heute schon so, ein Lokomotivführer, der ein ICE fährt in Deutschland, was macht der? Der muss alle 30 Sekunden den Knopf drücken, um zu zeigen, dass da noch jemand da ist. Ein Pilot, der Traum eines Piloten, technisch hier über den Wolken zu schweben und das im Griff zu haben und so weiter, läuft heute komplett ab danach. Das heißt, wir haben zwei Richtungen und beide sind für die Psyche, für die Leistungsfähigkeit, für das Wohlergehen von uns dramatisch vom Einfluss her. Und Thema Beschleunigung wird mit Sicherheit ein Thema sein. Das Thema, alles was virtuell laufen wird, können wir uns, glaube ich, auch gut vorstellen. Auch hier das Thema Individualisierung, weg vom Massenprodukt, immer mehr zur Losgröße 1. Auch Differenzierung in Preisen, der Maßanzug und so weiter.
danach, dass alles ein bisschen kleiner wird. Ein Thema, was auch sehr stark hier reinkommt, und das werden wir gleich sehen, wenn wir über Führung und Führung von den unterschiedlichen Generationen sprechen werden. Wir haben hier die Idee, arbeite mit wem, wann und wo du willst. Einige meiner Kunden, die haben Teams, die haben diese Teams in 10 Jahren noch niemals persönlich gesehen. Danach, wir sind auf der ganzen Welt verstreut. Und die Frage hier ist, und bei der Generation X und Y, also so meine Großeltern, da war das ja, oder meine Eltern im Prinzip, da war das so, ich bin morgens in die Firma reingegangen und habe im Prinzip mit der Stempelkarte mein Leben abgegeben und habe es abends wieder geholt. Danach, ich hatte feste Zeiteinheit. Wie ist das heute? Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und wenn Sie die Generation X und Y motivieren und begeistern wollen, und die kriegen jeden zweiten Tag mehr oder weniger, kriegen die ein Angebot über Xing oder der Headhunter klingelt an und so weiter. Und wenn die sich nicht wohlfühlen und wenn die sich nicht wertgeschätzt fühlen und wenn die sich nicht entfalten können, sind die relativ schnell weg. Das heißt, die Art und Weise, wann wir arbeiten und wo wir arbeiten, spielt für Generation X und Y heute überhaupt keine Rolle mehr. Mit den neuen Medien sowieso. Wir haben das Thema demografischer Wandel und so weiter. Das heißt, was wir da sehen, da sind schon einige Dinge, die ganz klar auf uns zukommen. Und das hat selbstverständlich auch mit Führung zu tun danach. Die Rolle, die Aufgabe als Führungskraft ist mit Sicherheit komplexer geworden. Ob eine Organisation erfolgreich ist oder nicht, ab Profit ist das eine, hängt mehr als von einem anderen Faktor von der Qualität der Führung ab danach. Und viele sagen es, Mensch, was ist, wenn ich in eine Führungskraft investiere und die geht nachher wieder? Ich sage, es ist noch viel schlimmer, wenn sie nicht investieren und die bleibt. Also da ist viel Wahrheit dahinter. Im Verkauf übrigens das Gleiche. Ja? Viele haben Angst, Geld auszugeben in Ausbildung. Dann sage ich, probieren Sie es mal ohne. Das ist noch viel schlimmer, was da so übrig bleibt. Führungskraft, auch von der Rolle, vom Verständnis, da gibt es so zwei Möglichkeiten. Die linke Variante ist vielleicht eher so die alte, autoritäre Variante. Übrigens gibt es so unterschiedliche Management-Stile. Wer kennt Management bei Helikopter? Mal schnell Handzeichen, kennt ihr jemand? Okay. Kurz auftauchen, viel Wind machen, schnell wieder weg sein. Gut, manchmal ist es gut, wenn der Chef schnell wieder weg ist. Kennen Sie Management bei Friedhofsgärtner? Kennen Sie das auch? Wer kennt es? Handzeichen? Keiner? 1000 Leute unter sich und zu keinem Kontakt. Auch wenn Sie da so ein bisschen vielleicht an die eigene Mannschaft denken, okay, vielleicht gibt es sowas durchaus. Und das ist, viele Führungskräfte haben das gar nicht gelernt. Und oftmals hiring for skills, firing for attitude, da ist sehr viel Wahrheit drin. Viele Führungskräfte sind heute in der Position, weil sie fachlich sehr gut sind. Aber ein Fachexperte und eine Führungskraft, das sind zwei komplett getrennte Dinge. Das hat nichts mit der Kompetenz zu tun. Ja. Gut, ein Unternehmen muss offen sein, nicht nur die Veränderung des Marktes, Digitalisierung und so weiter, zu betrachten, sondern auch den Umgang mit Mitarbeitern. Das heißt, auch so das Stichwort oder die große Überschrift wird sein, bin ich ein Wunscharbeitgeber? Bin ich ein Unternehmen, wo die Leute hinströmen? Also wenn Apple neue Leute sucht, ich glaube, die haben kein Problem. Ja? Viele Unternehmen tun sich immer mehr schwer, regional, je nachdem, wo sie sind. Das heißt, wie schaffe ich es, eine Arbeitgebermarke hinzubekommen? Ich gehe zu einem Unternehmen, und da steckt sehr viel Wahrheit dahinter, ich gehe zu einem Unternehmen aufgrund Reputation, Glaubwürdigkeit. Ich verlasse das Unternehmen wieder. Wer hat den stärksten Einfluss? Was würden Sie sagen? Führungskraft, eindeutig. Das heißt, die Führungskraft hat den stärksten Einfluss auf die Performance und bleibt jemand oder auch nicht. Schauen wir uns die unterschiedlichen Generationen auch mal an und das sehen wir hier im Raum ja und ich sehe das in meinem eigenen Team. Wir haben unterschiedliche Generationen und die wurden geprägt durch unterschiedliche Werte und die haben auch unterschiedliche Führungskulturen. Wir haben auf der einen Seite so die Veteranen, ob das glücklich war, dass ich das Bild vor einem guten oder vor 2 Jahren genommen habe, aber spricht vielleicht sehr gut für sich. In der Liga, sag ich mal, bei den Veteranen ist die Hierarchiegläubigkeit. Ich bin Chef, der hat eine klare Ansage, das wird gemacht, auch nicht in Frage gestellt. Die Hierarchiegläubigkeit war in dieser Generation noch sehr, sehr hoch. Das war bei unseren Eltern, kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Das Motto war Arbeit und Disziplin, Arbeit ist eine ernste Angelegenheit. Wer kennt das noch so ein bisschen? Okay, auch alles klar, ja genau. Es sind auch viele Eltern noch, die sagen, hey, so die mit der Motivation, mit der Art und Weise, wie wir zur Arbeit gehen, tun die sich schwer. Aber die Kategorie der Babyboomer. Da stecke ich auch drin. Hierarchiegläubigkeit hat schon abgenommen.
So die Werte sind eher Kooperation, diplomatisch einbinden. Und das hat natürlich auch mit Führung zu tun. Ja? Die erwarten, dass man Dinge gemeinsam bespricht, dass man sie integriert, dass sie Teil eines Größeren sind und so weiter. Gehen wir in die dritte Ebene, Generation X. Die Hierarchiegläubigkeit hier, sehen Sie, bei 35% hat noch weiter abgenommen. Und jetzt kommen da so neue Dinge rein, auf einmal Spaß und Arbeit. Das ist so ähnlich, wenn Ihre Kinder lernen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auf einmal hören Sie jemand lachen im Kinderzimmer und dann rufen Sie, ich dachte, du lernst. Kennen Sie das? Lernen ist bei uns ja meistens nicht mit Spaß verbunden danach. Ja. Arbeiten oftmals auch nicht. In der Generation haben wir das sehr stark drin. Individualität, Jobwechsel, auch in unterschiedlichen Projekten zu Hause zu sein und so weiter. Gehen wir eins weiter, Generation Y, und da kommt der Z und so weiter noch hinterher. Das Stichwort neue Medien und so weiter ist ja wohl selbstverständlich. Mein Junior, wie gesagt, ist 17 und wir sind mittlerweile auch in der Kategorie, früher war das ja so, gibt es zum Teil natürlich auch noch in gewissen Themen, dass die Älteren den Jüngeren so als Mediator, als Coach zur Verfügung gestanden sind und haben denen beigebracht, wie das Business eigentlich wirklich geht. Kennen Sie Revised Coaching? Das ist genau das Coaching, was genau umgekehrt ist. Heute bringen die Jungen den Älteren bei, wie die Welt funktioniert. Mein Junior, 17 Jahre, also wenn ich mein neues iPhone jetzt, das 10er kriege nächste Woche und so weiter, wer das Ding schon eingerichtet hat und vorbereitet hat, ist mein Junior mit 17, ist glaube ich klar, das geht bei denen ziemlich locker von der Hand danach. Andere Geschichte, nochmal schnell zurück hier. Multitasking ist auch selbstverständlich. Wenn der zufällig am Fernseher sitzt, dann ist er gleichzeitig noch ein Spiel am Spielen und chattet mit seiner Freundin oder mit seinen Kollegen und so weiter. Das ist für die ganz normal. Ja. Wie weit das Stichwort Reizüberflutung und so weiter zu tun hat, langfristig gesehen sind wir wieder auch in dem Stressthema. Früher war es so, Stress und Burnout war ein Thema bei den 50 plus. Wie ist das heute? Kann man das so sagen? Wir sehen es immer mehr bei Studenten, wir sehen es bei Azubis und so weiter und so fort, dass wir dort die Situation haben, hier Stichwort Reizüberflutung, Multitasking, Druck, den sie sich selber machen. Und klar, hier ist ein Punkt drauf, den ich als sehr wichtig empfinde, Feedback. Kennen Sie das so? Wir sind ja kurz vor Weihnachten schon bald. Einmal im Jahr das Mitarbeiter-Jahresgespräch. Wer führt ein Mitarbeiter-Jahresgespräch so ganz stolz einmal im Jahr? Immer Handzeichen? Okay. Wo ich herkomme, so aus dem Schwäbischen, da haben wir ja einen Kollege hier im Raum, im Schwäbischen sagt man, nicht getadelt, es gelobt genug. Also ein richtiger Schwabe sagt das ein bisschen anders. Also wenn ich nicht gemeckert habe, dann ist das gut, dann war das schon okay. Muss ich Ihnen sagen, bei der Generation, die wir hier haben, X und Y, da reicht das definitiv nicht. Auch ein Jahresgespräch, so einmal im Jahr, so haben es ja meistens auch mit so einer gewissen Alibi-Aktion zu tun hat, danach reicht definitiv nicht. Die wollen früher eingebunden sein, die wollen Feedback haben. Wenn mein Sohn ein neues Spiel bekommt, danach, dann tauscht er sich innerhalb kürzester Zeit, tauscht er sich aus zum Thema, wie ist der Punktestand. Die wollen Feedback haben, wo stehe ich jeden Tag. Die wollen eingebettet sein, die wollen eingebunden sein. Und wenn Sie da eine Führungskraft sind, muss ich sagen, so einmal im Jahr, so das Thema Rückmeldegespräch und so weiter, definitiv reicht nicht. Und ich glaube, ganz wichtig, auch so Ende des Jahres, Unternehmensführung ist nicht die Beschäftigung mit den Gegenwartsproblemen, nicht der beste Fachmann oder Fachfrau ist der perfekte Manager, sondern die Frage ist eher, wie kann ich die Zukunft gestalten? Und da gehört Digitalisierung meiner Meinung dazu. Die Frage ist, was kann das Thema Digitalisierung für Ihr Business auslösen? Gibt es Ihr Business oder gibt es Ihre Position überhaupt noch in Zukunft? Denken Sie Automotive. Danach, wenn Sie zufällig beim Getriebehersteller arbeiten oder bei ganz anderen Organisationen oder wenn Sie Motoren bauen und das kann man auf viele, viele andere Bereiche übertragen, ist die Frage, gibt es da eine Zukunft? Die Reportage, die Sie gebracht haben in Stuttgart, da war der Betriebsrat, der eine Betriebsversammlung sofort eingerufen hat und wollte feste Verträge haben. Klar, kann man ein bisschen rauszögern, aber wenn Kodak nur eine Betriebsversammlung gemacht hätte, um an ihren Filmrollen kleben zu bleiben, wäre Kodak trotzdem heute nicht mehr da. Abschließend meine letzte Folie, Digitalisierung 4.0. Da haben einige vielleicht so ein bisschen Angst davor und sagen, was kommt da so? Das große, große und gefährliche. Meine Idee für heute war, wenn Sie Leadership 4.0, wenn Sie Leadership 4.0 aktiv hinkriegen, vielen Dank, wenn Sie Leadership 4.0 richtig umsetzen, wenn Sie brennen dafür,
was ich Ihnen rübergebracht habe und so weiter, dann werden Sie in der Lage sein, das Ding umzudrehen und Ihren Wettbewerbern weit voraus sein. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Danke. Danke.